My lane spot to the beat of the stereo, and nothing but the radio. Euer Black is back und heute mal mit einem Gast-Gameplay. Ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar ist es ein richtig krasses Gast-Gameplay. Und zwar ist es eine 114-Sekunden-Camp-Strike auf Strike Zone in, passt auf, in Frei für alle. Und er hat mir dieses Gameplay geschickt und ich dachte mir so, wow, Digga, das ist so krass, das musst du mehr Leuten zeigen. Und da sein Channel noch nicht so viele Abonnenten hat, hat er es mir halt auch gecheckt. Und ich nehme ja nicht oft Gast-Gameplays, das wisst ihr. Und ich kenne auch selber, was er spielt. Ich habe auch noch ein paar Camp-Strikes, keine Sorge. Aber das Ding ist jetzt halt, er hat es mir geschickt, er hat noch nicht viele Abonnenten und dann wollte es mal halt vor einem größeren Publikum präsentieren. Das sind jetzt hier so, keine Ahnung, 2.000-3.000 Leute, die das gucken. Und deswegen würde ich euch auch mal bitten, auf seinem Channel vorbeizuschauen, weil er hat so ein krasses Gameplay erspielt. Und ihr werdet auch sehen in dem Gameplay, am Anfang sieht es noch gar nicht danach aus, jetzt wird er irgendwie so eine schnelle Campstrike erreichen. Aber dann, am Ende ging es nochmal richtig ab und er hat ja auch nicht patrouilliert, so wie manche anderen Leute. Und ist die ganze Zeit in der Mitte gewesen, hat da eigentlich so ein bisschen rumgeguckt, eigentlich zu jedem Gang. Gesoundtut natürlich, gehört dazu in Frei für alle. Ich selber kann es jetzt nicht so beurteilen, weil ich habe ja kein Headset und spiele immer ohne Sound. Ich habe auch in meinem ganzen Leben noch kein Frei für alle gespielt. Aber ist auf jeden Fall richtig krass und er hat ja auch geiles Movement, wie ich finde. Wie gesagt, er hält sich die ganze Zeit in der Mitte auf. Und schaut mal bei ihm vorbei auf jeden Fall. Ich denke mal, er wird noch andere krasse Gameplays haben. Und ja, er hat mir noch das Klassensetup geschickt. Und zwar war es die SA-805 mit Magazinerweiterung und Rotpunktvisier. Extras waren noch Vorbereitung, Stalker, Erniedrigung, Totenstille, Verstärker, Konzentration, Meisterschütze, Plünderer, Aussteiger und im speziellsten Bonus dann noch Fingerfertigkeiten schnell ziehen, weiche Landung und Hardliner bekommen. Ja, ich hoffe, das Gameplay gefällt euch. Er hat hier schon eine 20er Streak erreicht. Ich weiß gar nicht noch, was ich so richtig sagen soll, außer dass ihr bei ihm vorbeischaut. Und ich war echt überwältigt von dem Gameplay, weil ich fasse es nicht. Wie kann man so schnell eine Campstrike in Frei für alle erreichen? Ich schaff's ja nicht mal in Herrschaft. Aber ich werde mich jetzt auch mal demnächst dran setzen und eine schnelle Campstrike versuchen zu erspielen. Naja, ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, bei ihm vorbeizuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo natürlich wieder ein Gameplay von mir kommt. Also haut rein.